Hallo, bei meinem Garmin-Navigationssystem ist leider der Akku defekt. Das passiert nach einiger Zeit. Kein Grund, das Ding wegzuwerfen. Für kleines Geld kann man den Akku austauschen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Hallo und willkommen beim Werkstatt-Dino. Jetzt schauen wir uns das Navi erstmal etwas an. Hier ist der Einschaltknopf. Wenn ich es einschalte, passiert hier Folgendes. Es geht an, tatsächlich. Das tut es auch so gerade eben. So wie wir jetzt sehen, das war es auch schon. Schaltet kurz ein, hat aber nicht mehr genug Leistung, um richtig hochzufahren. Die Leistung vom Akku reicht nicht, um jetzt das System hochzufahren. Das ist blöd, weil man kann es auch so am Fahrrad mitnehmen oder auch zu Fuß in die letzten Meter in der Innenstadt zu machen. Also, wie man sieht, der Akku ist im Eimer. So, dafür wird das Gerät aufgeschraubt. Dieses hat hinten vier Torx-Schrauben. Das ist Torx-Schlüssel T5. Ich habe hier so ein kleines Werkzeugset. Das ist, wenn man an so kleinen Sachen schraubt, immer ganz hilfreich. Ich mache euch mal einen Link dazu. Wir brauchen den Torx T5. Pinzette ist wahrscheinlich hilfreich. Und um das Gehäuse aufzuheben, so eine Art Plektron. Das kennt ihr ja sicherlich, um Handys aufzumachen. Dann fangen wir jetzt einfach mal an und schrauben das Gerät auf. Das waren die vier Schrauben. Leider geht es jetzt noch nicht auf. Dazu muss man hier in diesen Spalt reingehen. Als erstes geht das immer ganz gut. Und also Fingernagel versucht reinzukommen. Da, ihr seht, der Spalt ist schon da. Wenn man jetzt einmal den Spalt hat, dann hier mit diesem Plektron dran lang gehen. Ein bisschen Zeit lassen, gucken. Ja. Jetzt öffnen wir das Gerät vorsichtig. Ach, wir winken es noch. Jo. Hier sehen wir jetzt das System. Hier ist der Akku. Den hatte ich mir ja schon neu bestellt. Passt gut rein. Jetzt sehen wir uns diesen kleinen Hebel, der ist auch in meiner Werkzeugkiste. Und gehen unten drunter. Und schon ist es der Akku gelöst. Jetzt haben wir hier noch die Steckverbindung. Da gehen wir noch vorsichtig ran. Zack. Da haben wir den Akku schon in der Hand. Hier hinten ist so ein Klebepad drauf. Das ziehe ich mal ab. Einfach ein beidseitiges Klebeband. Das bringen wir hier auf den neuen Akku an. So. Drücken wir ein bisschen an. Jetzt müssen wir nur noch die Kabel wieder ansetzen. Das mache ich mit der Pinzette. Vorsichtig reinsetzen. So, reingedrückt. Hier haben wir jetzt den
Kabelanschluss auch drin. Hier ein bisschen vorsichtig sein, dass wir gar nichts beschädigen. Wir schalten es jetzt mal ein. Und wie wir sehen, jetzt fährt es hoch. Hier ist die Akkustandsanzeige hier. Der Akku ist voll. Super. Hat also funktioniert. Schalten das Gerät wieder ab. Gucken wir mal rein. Der Akku sitzt gut drin. Die Kabel verlegen wir hier nochmal ein bisschen schöner. Lag nicht so optimal. So, die Kabel sind gut verlegt. Dann können wir das Gerät zumachen. Wir nehmen das Gerät und drücken es jetzt einfach zusammen. Jetzt kommen die kleinen Torx-Schrauben wieder rein. Letzter Check. Und wie wir sehen, es funktioniert alles super. Er sucht jetzt nach Satelliten. Das ist vielleicht bei mir hier in der Wohnung etwas schlecht. Aber ihr seht, es funktioniert wieder. Hier die Batteriestandsanzeige ist voll. Und damit haben wir ein gut funktionierendes Gerät. Super. Ja, wie ihr gesehen habt, dieser Akku ist doch relativ schnell geschraubt. Das ist kein Hexenwerk. Das Navi ist verschraubt. Dann geht mit dem Clip da drunter und tauscht einfach den Akku aus. Das lohnt sich auf alle Fälle. Man investiert 10 Euro und schon hat man wieder ein funktionierendes Navi-System. Ich hoffe, das Zuschauen hat euch Spaß gemacht. Ihr schaut wieder rein. Bis dahin. Ciao, euer Werkstatt-Dino.